Ja, mit Stacheln. Hallo, du kleiner Penner. Komm her. Na, komm. Ey, nicht mein Baby klauen. Du fieser Möpp. So, dann wollen wir... So, wenn man halt die entsprechenden Schalter aktiviert, also hier die grünen und dann gibt es hier auch die roten. Aber dafür gibt es auch einen roten Schalter extra. Den sehen wir gleich. So, jetzt habe ich wieder 30 Sterne. Das ist gut. Da, genau. Da ist der rote Schalter. So, und jetzt können wir auch nach unten weiter. So, und in der Blumenvase ist natürlich auch der Schlüssel drin. So, den haben wir. Okay. Gut. Schon die letzte Blume. Ganz vorsichtig. Und hier in die verschlossene Tür, die jetzt offen ist. So, jetzt nach oben. Wie der Pfeil uns schon in die richtige Richtung zeigt und dann auch uns hinweg beschleudert. So, und da ist schon der Boss. Ach Gott, das habe ich total vergessen. Und was gibt's hier? Hüte dieses Geheimnis gut. Ziele nach rechts oben. Okay. Ah, ein Level Up. Sehr schön. So, habe ich jetzt alles? Ja, gut. Ah ja, stimmt. Hier unten kann man halt jetzt die Sachen sehen, die man, die ich jetzt gerade im Bonus-Level bekommen habe. Oh. Ja, und die Musik kommt auch immer, wenn jetzt beim Hauptboss. Ja, also der Xyleboss, das war so ein kleiner Mini-Boss, kann man so sagen. Und die Bosse im Schloss, das sind die richtigen Hauptbosse. Und hinter uns ist die Tür jetzt zu. Toll. Oh, wie süß. Toll. Und das wird die böse Hexe. Hallo Yoshi, das Baby stört dich doch bloß. Warum gibst du mir nicht das Kind? Das hättest du wohl gerne, Hexe. Nee, 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 nee. Ich geb dir doch nicht freiwillig Mario. Wer bin ich? Also so blöd bin ich auch wieder nicht. Ich stelle mich zwar manchmal doof an, aber so doof auch wieder nicht. Und die Bossmusik ist geil. Ein rieser Schleimpudding. Na komm. So. Toll. Ah ja, und erstmal kurz. So. Erstmal die Speed-Taste, die Rückspultaste kurz aktivieren. Ja, und hier kann man die Sachen nicht aktivieren, wenn man beim Boss ist. Das ist gemein. So, jetzt muss ich mich aber nochmal konzentrieren. Ja, und wenn wir den Schleim immer treffen, dann wird er auch immer kleiner. Scheiße. So. Und da ist er hin. Und er sprengt jetzt in 1000 Teile. Toll. Und, oh. Da konnte man gerade die Knupsi-Augen sehen. Und da haben wir den Schlüssel erhalten. Und den bauen wir auch gleich. Ich sag auch gleich warum. Und 100 Punkte. Das ist doch herrlich. Ah, geil. Sehr schön. Ja, und das passiert. Ja, perfekt.
super. Allerdings. Ja, allerdings schaffe ich das nur in der ersten Welt so gut. Bei den anderen Welten wird es sehr problematisch. Glaubt mir. So, und dafür brauchen wir jetzt den Schlüssel. Wir lassen die erste Welt explodieren. Boom! Und dadurch schaffen wir eine Yoshi-Fahne. Sehr gut. Und hier sind wir in Welt 2. So, ich nehme mal kurz noch die extra Sachen hier, damit ihr das auch noch einmal sehen könnt. Spezial 1, Bello Magma. Okay, dann wollen wir das mal machen. Ah ja. Gut, hier sind sehr viele Fledermäuse. Ja, doch. Bello, komm. Danke. Ja, und die Bonus-Levels sind wirklich schwer. Also, ich glaube nicht, dass ich das sofort schaffe. Gut. Jetzt habe ich aus Versehen Bello getroffen, aber das macht hoffentlich nichts. Oh Gott. Nein! Und das war schon ein Fail. Toll! Komm! Und das war ein Fail. Und das war noch ein Fail. Also irgendwie bin ich jetzt zu doof dafür. Scheiße. Oh Mann, ich glaube, ich muss... Oh Mann, das tut mir jetzt leid, aber ich habe ja gesagt, dass die Bonus-Level wirklich schwer sind. Bleib stehen, Bello. Das war doof. Also ich, wenn es jetzt so weitergeht, dann tick ich aus. Bello, mach bitte keine Schwierigkeiten. Genau, komm am besten mit mir. Boah, ich muss mich hier wirklich konzentrieren, ey. Das ist Wahnsinn. Statt du mir die Fledermäuse wegmachst? Nein, warum auch? Ganz vorsichtig. Komm, Bello. Sei artig. Oh nee, nicht schon wieder Lava. Nö, jetzt werde ich hier Safe States benutzen. Und das war gut, dass ich das gemacht habe. Puh. Na toll. Super. Wie soll man das denn jetzt bitte schön machen, ey? Boah, da muss man das ja richtig timing. Achso, oder auch einfach nach unten. Ducken. Ja, toll, Bello. Wenn da unten jetzt Lava ist, ich bring dich um. Und da war Lava. Boah. Ja, lauf weg, Bello. Das machst du richtig. Und du kommst wieder. Toll. Boah. Da möchte ich nicht wissen, wie die anderen Bonus-Level sind. Das sah jetzt zwar nicht allzu schwer aus, aber glaub mir, spielt das mal selber, dann wisst ihr, wie schwer das war. So, und ja. Und das ist ein Bonus-Level. Und zwar Kartenschnipsen. Ja, das kennen wir ja schon.
Da wird ich nochmal einmal fudeln. Das war ein Fell. Das war auch ein Fell. Das war ein Stern. Eier. Stern. Und Kamek. Nö, du kannst mich mal am Arsch lecken. Hä? War der nicht gerade noch in der Mitte? Sag mal, wird er mich jetzt verarschen? Ja, er will mich irgendwie verarschen. So. Jetzt eben da. Hä? Ich verstehe das Spiel jetzt langsam nicht mehr. Nein. Okay, das wird mir zu doof. Mach ich das nochmal. Ja, ja, kann schnipsen, ja. Okay, oder ich mach das so. Safe set. Bö, jetzt kannst du mich mal. Nö, 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 nö. Dann eben hier. Okay, das ist immer Zufall. Das ist scheiße. Ja, okay. Dann lasse ich das lieber. Gut, also, wir sind jetzt in Welt 2, aber ich werde das hier nochmal kurz zeigen. Hier sind jetzt alle Level mit Level 100. Super. Gut. Und das wäre dann Welt 2. Aber, wie gesagt, das kommt dann alles, wenn ich das ganze Let's Playen werde. Gut. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und, nochmal, ich weiß, ich nerve, aber ich muss das wirklich wissen mit Mario is Missing. Bitte kommentiert das. Bitte, bitte, bitte. Weil ich möchte nach Ternigma sofort mit Mario is Missing anfangen. Und ich muss wissen, wie ich das am besten dann Let's Playen werde. Ich habe das alles, habe ich auf der, bei der Testaufnahme Mario is Missing erklärt gehabt und ich habe das auch bei der Videobeschreibung nochmal beschrieben gehabt. Also bitte guckt euch das an. Gut, danke. Das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Gut, bis dahin wünscht euch euer Luffy Evolution 666 und ja, wir sehen uns demnächst wieder bei der nächsten Testaufnahme. Ciao!